Ein belegtes Brot mit Schinken. Ein belegtes Brot mit Ei. Das sind zwei belegte Brote. Eins mit Schinken und eins mit Ei. Oder es geht. Ein belegtes Brot mit Schinken. Schinken. Ein belegtes Brot mit Ei. Ei. Alle meine kleinen Entchen. Ehre in den Arsch hinein. Moin Mädels. Moin Jungs. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cooking Simulator Video. Und wir haben hier einen alten Spielstand mal aufgepäppelt. Also, ich habe jetzt irgendwie ein großes Update, aber ich weiß nicht, was es abgedatet wurde, weil ich es nicht durchgelesen habe. Aber wir finden es schon raus. Aus dem Cooking Simulator Alligator, weißt du, wie ich meine? Es läuft schon, ja. Ich bin auch jetzt gerade kurz vorm Sprung im Urlaub. Also morgen geht's für mich in den Urlaub. Also schreibt mal schön alles Gute zum Urlaub in die Kommentare. Ja, aber wir haben vorproduziert für die kommenden Tage, also da werdet ihr gut versorgt werden. Videos kommen ganz normal, gar kein Problem, ne? Also, Cooking Simulator ist ein Spiel, da kann man sich auch hier so Fähigkeiten aussuchen, offensichtlich. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Es ist schon über ein Jahr her, aber ich kann mich dran erinnern, dass wir hier teurere Gerichte anbieten wollten. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt haben wir 50% Gewinnmarge für den Scheiß. Standard-Spielerlebnis. Gäste werden alle von dir bereits freigeschalteten Gerichte bestellen. Gäste werden nur von dir ausgewählte Gerichte bestellen. Ich glaube, das hätte ich lieber. Tolle Neuigkeiten. Wir haben jetzt genügend Rezepte, um unsere eigene Speisekarte zusammenzustellen. Gegrilltes Thunfischsteak, yo. Okay. Ja. Ja. Oh Mann, hör auf zu labern da oben. Ich bin doch hier der Koch. So, ukrainische Borscht mit Hühnerbrühe. Oh, ein Burger haben wir noch nie gemacht. Wurst-Ei-Muffin? Muffin? Das soll jetzt ein Muffin sein. Wo ist das denn ein Muffin? Ultimative Speisekarte. Geil. Endlich wieder kochen mit Kalle. Kalle Kochschinski, ne? Warum liegt hier eine Pistole? Unser gegrilltes T-Bone-Steak und gebackene rote Kartoffeln sind beliebt. Daher habe ich zum Tagesgericht von euch bestimmt. Okay. Hokus Pokus. Ich habe Hokus Pokus gemacht. Alles sauber. Kann man auch alles heile machen? Hokus Pokus, Filibus. Dreimal schwarzer Kater. Ja, dann weg damit. Nehmen wir die Tür hier wieder ran. So nicht. Ja, aber das kühlt ja trotzdem. Ich sammle mal hier den ganzen Müll ein. Wir werden das hier alles vielleicht nochmal wiederverwerten. So, hier den ganzen Kram einfach mal einpacken hier. Zack, zack, zack. Das dampft sogar noch. Nach einem Jahr dampft das Essen noch, Freunde. So, und das müssen wir jetzt alles hier in den Mixer tun, ne? Einfach alles rein in den Topf. Da ist jetzt ein Steak drin, ewig viele Kartoffeln, Thymian, Kürbis. Wir werden den nämlich jetzt hier raufstellen und einmal auf Blender drücken. Guck mal, was das für eine geile Suppe ist. Das Restaurant ist jetzt geöffnet. Wir werden die Kasse jetzt zur Bestellung halten. Okay, warte. Scheiße! T-Bone-Steak! Nimm ein Thunfischsteak, würzen mit Salz und Pfeffer, jede Seite grillen, auf den Teller geben, heiß servieren. Okay. Wir machen also folgendes. Wir nehmen ein Thunfischsteak, packen das auf den Grill. Dann nehmen wir schon mal die Zitrone. So, hier, gib mal her, hier so einen Teller. Alles klar. Messer. Wir hatten mal ein Messer. Wo sind unsere Messer? Siehste, wir finden immer alles sofort wieder, gar kein Thema. Einmal hier. So, scheiße. Weg mit dem Messer. Rauf. Einmal drehen. Wir können das auch in der Hand drehen mittlerweile. Ja. Salz und Pfeffer. Dann nehmen wir den Pfannenwender. Und dann drehen wir den Lachs einmal um. Obwohl es Thunfisch ist, ne? T-Bone Steak würzen mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver. Okay, T-Bone Steak. Wir haben nicht genug Geld. Wir haben nicht genug Geld. Ja, damit. So, das wird ja wohl jetzt schmecken. So, direkt rein in den Ofen hier. Und ab dafür, ne? Alter, Timing ist perfekt. Geschmack ist scheiße? Egal, die zahlen richtig gut. Geschmäcker perfekt? Geschmack nur 2, aber ist perfekt? Hä? Technik, Oregano-Garnit? Falsche Menge am Produkt. Ja, wie viel wollt ihr denn noch? Können wir uns auch ein T-Bone-Steak leisten? Cool. Mann, das ist ja hier Leben am Limit. Scheiße! Paprikapulver 12%. Wo habe ich denn... Wo ist denn hier... Paprikapulver? Mann, so eine versiffte Drecksküche hier. Findet man nichts wieder. Ja, dann muss ich mir ein Gewürz kaufen, ne? 27? Boah. Wie viel Zwiebeln wollen die? 120 Gramm. Wir brauchen nochmal 2 Kartoffeln. Und Zwiebeln, ne? Eine Zwiebel.
Das sieht doch gut aus hier, wie ich das geschnibbelt habe, du. Hier nochmal durch, zack, hier nochmal quer. Dann wollen wir jetzt hier so eine, wo hatten wir es denn hier? Alles rauf hier auf den Laden? Sage die Kack. Cool. Oh, Scheiße! Nein! Okay, keine Zeit mehr. Ja, dann kriegen die jetzt nur ein Steak und ein bisschen von unserer geilen Suppe, die ein Jahr alt ist. Dann machen wir jetzt T-Bone-Suppe. Kein Problem. Halle Kochschinski hat es im Griff. Ja, muss jetzt. Hilft ja alles nichts. Keine Zeit, keine Zeit! Schöne T-Bone-Steak-Suppe. Auf Empfehlung des Hauses. Aber Timing ist noch... Oh, das hat den Ruhm verloren. Aber egal, wir haben Money gemacht, ein bisschen. So, jetzt nehmen wir normales Steak. Das sollen wir würzen mit Salz und Pfeffer. Wie immer. Ich zeige euch jetzt mal einen Trick, ne? Wir nehmen jetzt hier 300 Gramm Kartoffeln, zwei Stück. Die packen wir jetzt hier rein. Die werden jetzt hier durchgefloppt. Ja gut. Schön rausgeschissen da. Oh, wieso habe ich jetzt auf einmal eine Tür in der Hand? Ja gut. Dann müssen wir uns jetzt hier eins kaufen. Frittenkorb. Ganz vorsichtig jetzt hier. Das ist eine Challenge. Scheiße. Noch keine Zeit hier. So, jetzt hier alles schön rein. Aber seht ihr das, wie assrein die Sachen geschnibbelt sind? Und das juckt da eh keiner. Mach mal Kartoffelspalten draus. So, dann den gebratenen Lachs hier. Auch gleich mal hier wieder rauf auf die heiße Platte. Können wir schon mal einmal wenden. Zack. Hey, jetzt sind die Fritten auch schon fertig. Seht ihr, wie das hier läuft? Guck mal, die sind noch knusprig. Ja, scheiße. Ein bisschen viele, ne? Oh, die liegt nach unten. Naja, aber ne, die ist ja heiß, die Bakterien. So, zack. Ah, ne, ist noch nicht fett. Naja, egal. Und rein damit. Alter, Geschmack mega nice. Übel nice. Richtig schön. Ja, und jetzt? Hab nichts zu tun. Und was machen wir, wenn wir nichts zu tun haben? Scheiße. Okay, wir versuchen das jetzt mit dem Thunfisch nochmal. Wo ist denn das Problem gewesen, Digga? Dann machen wir so, und dann machen wir so, und dann machen wir so. Zack. So, dann nehmen wir ein Tellerchen. Packen da die Zitrone an rein. So, dann haben wir hier gleich nur noch mal einmal wenden und dann ist fertig. So, T-Bone Steak. Ja, backen ist halt so eine Sache, ne? Das haben wir vorhin nicht hingekriegt, stimmt. Die Scheiße liegt ja alles noch auf dem Boden. Das Gute ist, wir lernen ja dazu. Wir werden die Scheiße jetzt direkt hier auf ein Schneidebrett machen. Auf der Dings hier werden wir direkt reinschneiden. Geht nicht. Dann lassen wir die ganz. Du, dann lassen wir die ganz. Ist mir dann auch egal. Geht nicht rein, ne? Okay, wir müssen improvisen. Unser Ofen ist leider kaputt. Deswegen werden wir jetzt sowohl die Kartoffeln als auch die Zwiebeln frittieren. Thunfisch müssen wir mal wenden jetzt langsam. Reicht hier. Und rauf. Mittlere Schiene. Das Steak ist gut. Das kommt jetzt hier schon mal in die Verteilung. Und weg damit. Schönes Thunfischsteak, ne? Ab dafür. Geschmack ist immer kacke. Ah, ich habe den Oregano vergessen. Naja, mein Gott, die sind ja im Stress. Müssen wir nochmal ganz kurz warten, aber wir haben auch kein weiteres Gericht mehr. Ja, und dann haben wir es auch schon wieder geschafft, ne? Ich finde, ich bin ein absoluter Meisterkoch. Also, dass ich mich hier in dieser Küche überhaupt zurechtfinde, hat schon mal einen Daumen nach oben verdient. Bin ich early. Ich bin ja nicht umsonst Karle Kuschinski, euer Meisterkoch hier, Alter. Hüderbuja! So. Ja, wir haben ja letztes Mal gemerkt, ne? Das hat sehr gut funktioniert mit dem Steak. Guck mal hier, wie ich mein Steak rumwackel. Ja, so ein Steak muss man auch mal weich klopfen. So, rauf jetzt hier. Zack, klopp, weg und ab dafür. Das wird schmecken. Geschmack wieder scheiße. Es gibt kein Trinkgeld. Wir haben nicht mal den Teller zurückbekommen. Aber Geschmack ist immer perfekt. Hitzefehler. Du bist auch ein Hitze. Sind wir hier mal fertig oder was? Aha, ukrainische Borscht. Endlich wieder mit unserer Hühnerbujo. Also hier ist noch ein halber Liter drin. Guck mal, wir können hier alte Sachen immer wieder verwenden. Es ist einfach in Sahne. Starke Leistung. Dann müssen wir jetzt hier noch eine Hühnerbujo kaufen. Hilft ja nichts. 12 Cent. Jetzt müssen wir mit Auge machen. Jo, ist mit Auge. Zack, Salz. 20 Gramm. Lecker Salz. Oh, lecker Schmecker, ne? Es wird wieder eine tolle Bouillon. Scheiße. 600 Gramm. Die Zwiebel, Karotte und Petersilie. 80 Gramm. 80 Gramm Petersilie. Oh, weia. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, was wir hier machen. So, das sollen wir jetzt kochen lassen. Für den Abfall. Wo ist unser Pürierstab? Ah, hier. Die Suppe ist jetzt nur nicht so rot, ne? Hier ist sie ziemlich rot. Was haben wir vergessen?
Naja, wir sollten doch einen Liter. Ha, weiß ich jetzt nicht. Es ist noch Suppe da. 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 Schal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